Mein Name ist Herlinde Molling und ich habe schon seit meiner Jugend eine Berührung mit dem Südtirol-Problem gehabt. Mein Vater hat sich sehr dafür interessiert und eingesetzt, war Mitglied beim Bergiselbund, einem Verein, der sozusagen ein Sprachrohr für die Südtiroler dargestellt hat, weil die Südtiroler konnten ja nicht offen sprechen. Und da wurde sehr vieles verschwiegen oder zensuriert und da konnte dieser Verein, der Südtiroler, der Bergiselbund, konnte da eben sich äußern. Und da ist es eben auch zu Kundgebungen gekommen. Ab 1954 war die, nach der Gründung, hat es dann verschiedene Kundgebungen gegeben, die das auf das Unrecht in Südtirol aufmerksam gemacht haben. Dazu wurden dann noch Flugzettel verteilt und Wände beschriftet mit der Forderung nach Selbstbestimmung oder ähnlichen Parolen. Und da hab ich mitgemacht, mit vielen anderen auch, und besonders mein Mann war sehr tätig als Schriftenmaler. Sind Sie damals auch von der Polizei behelligt worden dabei? Natürlich, das liegt in der Natur der Sache, dass wenn man an der Straße Schriften anbringt, dass man auch verhaftet wird. Das heißt, vorläufig festgenommen, und wenn man irgendeine Strafe zu zahlen hatte, musste man die zahlen und dann wurde man wieder freigelassen. Die nächste Frage wäre, erinnern Sie sich, wer in Zernetz bei diesem berühmten Treffen alles dabei war? Ich bin nicht sicher, ob es jetzt vollständig meine Erinnerung ist. Ich glaube, es war der Sepp Mitterhofer, der Innerhofer, es war der Klier, der Heuberger und sonst weiß ich jetzt nicht genau, wer dabei war. Vielleicht war der Pfarrer dabei, weiß ich es aber nicht. Ich selber war nicht dabei. In welcher Weise waren Sie dann tätig? Schon bevor es zu dieser Versammlung in Zernetz gekommen ist, war ich ja eigentlich schon sehr lange tätig, und zwar seit 1960. Ausgehend von der Schriftenmalerei hat sich Kurt Welser an uns gewandt und unsere Mithilfe erbeten, und zwar bezüglich der Sprengstoff- und Waffentransporte, weil wir hatten ein Auto mit einem Münchner Kennzeichen. Und mit diesem ist es dann sehr fast reibungslos gelungen, Sprengstoff und Waffen nach Südtirol zu transportieren. Und daher habe ich also vor der Feuernacht eben schon sehr viel mit Kurt Welser, aber auch alleine, diese Transporte durchgeführt. Das haben aber auch andere Leute Sachen transportiert, ich war da nicht alleine. Und schließlich dann eben auch die Ausmessungen für die Masten, die dann an der Feuernacht zu sprengen waren. An diesen Dingen habe ich auch mitgearbeitet. Hatten Sie dafür eine Ausbildung erhalten? Ja, so wie eigentlich alle sogenannten Freiheitskämpfer, die alle durch Kurt Welser in der Hauptsache in der Sprengtechnik unterwiesen wurden. So war auch mein Mann und ich waren mal dabei bei so einer Unterweisung. Sie haben vorhin Ihr Buch gezeigt, in dem einige sehr interessante Karten abgebildet sind. Wie lange hat das gedauert, diese Phase der Planung und Berechnung und Bemessung der verschiedenen Einsatzorte? Das hat also begonnen mit Jahresbeginn 1961, wurde es dann eben konkret. Hat man dann die konkreten Pläne, die Leitungspläne und die Masten ausgesucht, die zu sprengen waren. Wie viele waren das schlussendlich? Gefallen sind, glaube ich, 37 oder 39, vorgesehen waren viel mehr. Wenn man die Sache beobachtet, dann wird man sehen, dass das Eisacktal praktisch unberührt geblieben ist. Es war natürlich mit der Verhaftung vom Gostner, Anton, ist da sehr vieles durcheinander gekommen, und da sind die Leute nicht richtig eingeteilt worden. Und zum anderen, was mir eigentlich unverständlich ist, auch im Bustertal hat es mit der Organisation nicht so funktioniert, dass die Leute zeitgerecht verständigt waren, um ihre Sachen zur Feiernacht zu machen.
Radio Freies Tirol. Ja, das war natürlich, es ist so, man muss dazu sagen, das ganze Südtirol-Problem, das sollte man ja bekannt machen. Dazu dienten ja auch die Sprengungen, also nicht aus Wut gegen Elektromasten, sondern einfach um aufmerksam zu machen. Und da wäre natürlich ein Sender immer unser Wunsch gewesen, weil man dann unzensuriert Dinge sagen kann und zudem wieder weiterhin aufmerksam machen kann auf die Vorgänge in Südtirol und das Problem an sich. Und so ein Sender, der damals ja illegal war und heftig verfolgt und gesucht war, hat natürlich auch internationales Aufsehen erregt. So haben wir eben im deutschen Fernsehen eine Sendung darüber gehabt. Die italienische Botschaft hat dann einen Demarsch in Bonn hinterlegt. Und somit konnte man noch weiter hinauskommen mit dem Bekanntmachen, mit der Propaganda für Südtirol. Wer war denn dabei beim Radio Freies Tirol? Ja, das waren der Claudius Molling und ich und dann Leute, die jetzt auch schon gestorben sind. Weiß nicht, soll ich die Namen sagen? Ja, die sind ja die meisten tot. Du kannst es sagen. Ja, also gut, das war der Bruno Elfner, der Freidel, die haben also da, es waren sehr viele Leute, die waren damit beschäftigt. Dann hat man ja auch Sprecher gebraucht, dann hat man Leute gebraucht, die Texte schreiben, zum Teil haben sie selber geschrieben. Bei den Texten war also immer darauf bedacht zu nehmen, dass wir keinen direkten Gewaltaufruf drin haben, weil die Leute, die mit dem Sender am Weg waren, waren ja eigentlich eher ausgesetzt, die konnten ja sehr leicht verhaftet werden und da sollten die dann nicht eine Anklage wegen Verhetzung und so weiter anstecken. Die Bustra-Buben haben gesendet. Die Bustra-Buben sind aus Südtirol mitgenommen, die Sender. Und so, also es ist also, haben Sie mehrere Sender gehabt? Wir hatten nur einen und der wurde immer, der war aber mobil. Der konnte von einer Stelle zur anderen gebracht werden. Und von Südtiroler Seite war der Bruno Hosp dabei? Das war ganz am Anfang schon in Wien, beim allerersten Sender, den sie dort aufgestellt haben. Der war allerdings ein unbrauchbares Modell, es war ein Militärsender, nur der eigentlich ein Kurzwellensender war. Wir hatten dann einen UKW-Sender. Wer hat die Idee dazu gehabt? Die Senderidee, also wo immer sich etwas gezeigt hätte und hat, dass man zu einem Sender kommt, war die Idee eine allgemeine. Und wenn einmal die Chance war, einen zu kriegen, hat man natürlich zugegriffen. Waren Sie selbst in der Feuerwehr dabei? Ja. In welchem Bereich? In Filbian. Und da ist dann ein Mast auch gefallen, den Sie geimpft haben? Ja, sozusagen, ja. Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gruppen, also die Nordtiroler Gruppe, Welser, Klier, Andergassen, Faundler, Heuberger. Da war es so, dass an und für sich die Gruppe Faundler, Bacher, Molden hat sich also mit den Südtirolern nicht sehr gut verstanden. Und es ist ja dann auch zum Bruch gekommen im Dezember 1960. Da hat Wolfgang Faundler seine Stelle zur Verfügung gestellt und es wurde dann neu gewählt und dann hat ein anderes Personenkomitee die Organisation weitergeführt, aber das kann ich nicht sagen, wer. Und da war natürlich der Kurt Welser war die große Verbindungsperson zwischen Südtirol und Nordtirol, der hat sich mit den Südtirolern sehr gut verstanden. Wie erklären Sie sich, dass Sie selbst nie angeklagt waren später? Erklären, es ist schwierig. War da sicher viel Glück dabei. Nur war es so, ich habe nie drüber gesprochen. Mein engster Kreis, also mein Mann wusste alles, was ich gemacht habe. Aber rundherum wusste niemand etwas. Es hat zum Beispiel der Siegfried Steger bei uns im Haus gewohnt als Untergetauchter. Und da wusste er auch von nichts. Und ich habe das nie jemandem erzählt.
Und es war, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man absolut schweigsam ist. An welche besonderen Erlebnisse erinnern Sie sich? Nun ja, es war die... Es gibt da viele Dinge natürlich, die so immer irgendwie so hart an verhaftet werden, vorbeigegangen sind. Es war einmal, wurde ich also bei... Ich war ja dann eben, zum Beispiel 1965 bin ich auch immer noch mit Sprengstoff gefahren, weil es war inzwischen alles beschlagnahmt und die Leute verhaftet. Aber es hat noch einige gegeben, die da weitermachen konnten. Und da wurde ich von einer Karabiniere-Patrouille aufgehalten. Und die haben natürlich gemerkt, dass der Pass, den ich habe, falsch ist, dass es nicht mein Pass ist. Und haben auch sehr behaut drauf, das ist falsch, also der Pass stimmt nicht und so weiter. Sie sind mit den MPs um mich herum gestanden. Ich hatte noch meine kleine Tochter mit und das Auto voll Sprengstoff. Und ich wusste, ich muss jetzt da irgendwie davon kommen, weil sonst ist große Katastrophe. Weil mit dem Kind hätten sie mich ja erpressen können bis zum geht nicht mehr. Und dann habe ich einerseits gebetet, was nur irgendwie an Gebet möglich war. Andererseits habe ich mit den Carabinieris gescheckert und habe blöde Witze gemacht und so weiter. Und letztlich haben sie dann also mich fahren lassen und ich war natürlich heilsfroh. Das letzte Wort war noch, was ich am Abend vorhätte, nicht, aber das bin ich schon wieder weggefahren. Nun war es aber so, es war in der Gegend von Nals. Ich bin dann über eine Brücke gefahren und da habe ich gesehen, jetzt auf der anderen Straßenseite, da wartet schon die nächste Patrouille zur Kontrolle. Jetzt bin ich rechts, also in diesem Fall bin ich links abgebogen. Und dann habe ich gesehen, ich kann jetzt, wenn überall diese Kontrollen sind, kann ich also nicht mehr weiterfahren. Und bin dann in einen Obstanger und habe am helllichten Tag, die Leute haben auch dort noch gearbeitet, mit dem Kind, einerseits mit dem Kind gespielt, andererseits habe ich den Masten geladen und nur damit ich den Sprengstoff wegbringe, weil ich konnte ja nicht mit dem Sprengstoff weiterfahren. Und das ist dann in der Nacht explodiert, also es ist nichts passiert, es ist niemandem was passiert. Ja, was möchten Sie noch frei berichten, erzählen? Vielleicht möchte ich eines sagen, es sollte immer wieder festgehalten werden, dass sehr, sehr viele Leute sich dafür eingesetzt haben. In Nordtirol speziell, weiß ich es, in Südtirol weiß ich natürlich auch, aber nicht, aber es war in Nordtirol sehr viele Leute und da hat überall hat es hilfreiche Hände gegeben. Und man hat ja in dieser Illegalität immer wieder Hilfe gebraucht. Und wo man eigentlich angefragt und angeklopft hat, wurde geholfen. Und sonst wäre das, glaube ich, auch nicht so einigermaßen glimpflich ausgegangen. Und schön ist natürlich, wenn zum Schluss, viele Jahre später, Silvius Managos in einem Interview sagt, ja, es ist natürlich zu bedauern, dass es dieser Dinge bedurft hat, aber anders wäre nichts weitergegangen. Also somit war es nicht völlig vergeblich. Danke. Bei mir ist es ja so, dass die Familie eine gesamttirolische Familie ist. Mein väterlicher Großvater ist weichender Bauernsohn aus Longjarü. Mein mütterlicher Großvater war Bierbrauer im Brixen-Seidner Brauerei. Also da war mal schon die Grundlage gelegt für Südtirol. Es waren dann die anderen Großeltern, waren von Tirol, also fern von überall her, aber es war alles eben eine gesamttirolische Familie. Und mein Vater war natürlich, wie alle Tiroler seines Alters, war er in Südtirol, in den Dolomiten im Krieg, ist dann schwer verwundet worden und hat dann da beim Bundesheer wieder... Er war Berufsoffizier, ist bei Bundesheer und Major gewesen. Und wir waren, das ist vielleicht auch wichtig, streng gegen den Nationalsozialismus. Es war so, dass man, ja da, in dem Haus haben wir natürlich
Mieter gehabt damals, die waren nazifreundlich. Die haben beim Besuch von Hitler in Innsbruck auf den Balkon, da draußen, wo wir jetzt sitzen, ein riesiges beleuchtetes Hakenkreuz gehabt. Und da sind sie natürlich sofort heraufgekommen, die Polizei, und hat geglaubt, das ist eine Demonstration meines Vaters, das ist ein Krokenkreuz gegen den Hitler. Aber wir konnten es dem Mieter ja damals nicht verbieten. Also wir waren immer gegen den Nationalsozialismus. Und das hat uns dann später wahrscheinlich auch geholfen, ihm nicht verhaftet werden. Weil es war ja dann so, dass wir natürlich immer mit wachen Augen alles beobachtet haben, was in Südtirol passiert. Und dann war die Geschichte mit den Pfundererburen. Und dieses Urteil hat hier in Nordtirol enormes Aufsehen erregt, weil es war unfassbar, dass man aus einer Wirtshausrauferei ein Mord konstruiert. Und dies hat uns dann eigentlich zu mehr Tätigkeit veranlasst. Muss ich hinausgehen? Da, so, dass wir eben dann von meinem Schwiegervater eingeladen worden sind, für diese große Kundgebung, die der Bergiselbund veranstaltet hat, Flugzettel zu verteilen, was wir auch getan haben. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich ist das ein bisschen wenig. Das sollte auf den Straßen, sollte Südtirol stehen, groß, damit die Leute fragen, ah, was ist denn da? Und so haben wir dann eben eine solche Nacht begonnen, in einer Nacht begonnen, diese Straßen zu beschreiben. Das hat uns die Polizei aber sofort eingestellt, mit der Mitteilung, was auf den Straßen darf es nur für den Verkehr sein. Was ihr an den Hauswänden macht, ist uns egal. Das war dann später ja nicht mehr so, aber damals haben wir das als Aufforderung gesehen, die Hauswände mit unseren Parolen zu beschreiben. Und da waren dann wir zwei, glaube ich, besonders aktiv und haben eben schon natürlich mit Hilfe von Kurt Welser und von auch gelernten Malerbuben haben wir die Wände beschrieben, also vom Brenner und ganz Tirol in Innsbruck, wobei die schwierigste Schrift war Selbstbestimmung für Südtirol ohne Schreibfehler in einem Zug auf die Innmauer zu schreiben, war nicht leicht, aber es ist gelungen. Einmal haben wir, weil die Wiener, Wien hat uns wie meistens ja links liegen lassen. Wien ist Wien und Tirol ist weit weg von Wien und somit waren wir immer unzufrieden mit Wien, bis heute. Und da war dann unser Einfall, wir müssen auf eine neue, riesige, schöne Betonwand hinaufschreiben, los von Wien. Und nachdem damals schon die Polizei mit Funkstreifen am Weg war, mussten wir besonders schnell sein. Jetzt haben wir ein Team zusammengestellt, dass jeder nur zwei Buchstaben schreiben musste. Zwei Buchstaben und umdrehen und weggehen und vorbei. Also es wäre in 3 Minuten alles vorbei gewesen. So schön, so gut die Idee, aber die Ausführung war, einer der Teilnehmer hat die zwei Buchstaben verwechselt. Und hat nicht, so ist dann da gestanden, sehr schnell allerdings, los Fno Wien. So, und ich stehe davor und denke, wie könnte man jetzt das noch reparieren? Weil es war das sehr schwierig und es war ja ein bisschen peinlich, wenn man so einen Fehler so dasteht. Und in dem fährt ein Taxifahrer vorbei, sieht es und verständigt die Funkstreife. Und wir sind zwar schon davon gelaufen, aber die Funkstreife hat uns zwei erwischt, weil ich nicht so lange im Versteck bleiben wollte. Meine Frau sagt, nein, noch nicht hinausgehen, doch da drinnen bleiben. Ich habe gesagt, das ist ja längst vorbei, jetzt gehen wir. So, gut, wir sind gegangen und die Polizei ist gekommen. Und so haben wir uns dann gefragt, das Erste immer, wer ist der Auftraggeber und so weiter. Aber dort wäre ja eine böse Sache rausgekommen, weil es ja Hochverrat war. Und damals war Hochverrat noch ziemlich gut bestraft mit Todesstrafe. Aber es ist dann, und das gehört dazu, was meine Frau auch gesagt hat zuerst, dass wir haben so viele Helfer gehabt. Der Polizist, der uns einvernommen hat und zu dem wir gesagt haben, wir sagen nichts, den Namen haben wir gesagt, aber wer weiter sagen wir nichts.
Der hat dann, ohne uns zu fragen, hat er ein Protokoll auf der Maschine geschrieben. Und das war so toll, dass wir natürlich keine Hochverräter waren, sondern irgendwas anderes. Und das hat uns sehr geholfen. Das war der Lucky, ein Polizist, dem man dankbar sein muss, der auch ein Tiroler war. Was ja dann später auch wieder der Fall war, wie bei uns der Siegfried Steger gewohnt hat. Er hat ja für längere Zeit normal da gewohnt und hat auch in Innsbruck eine normale Arbeit gehabt. Ja, aber nicht angemeldet. Natürlich, als Metzger, schwarz. Er war voll im Untergrund, es hat ihn nicht gegeben. Außer an der Höttinger Polizeiwachstube hat es ihn gegeben. Ein großes Plakat mit allen Busterer Buben drauf als Fahndungsplakat. Und er ist jeden Tag den gleichen Weg gegangen, ist jeden Tag demselben Polizisten begegnet. Der eine ist in die Metzgerei gegangen, der Polizist ist in die Höttinger Wachstube hinübergegangen zum Fahndungsplakat. Und beide haben sich immer begrüßt. Guten Morgen, Herr Inspektor, guten Morgen. Aber der Polizist hat nie gesagt, dass er den, der da drauf ist, jeden Tag trifft. Und auch der Landeshauptmann gehört da dazu. Das muss man einfach sagen. Der Wallnöfer war dort schon ganz ungeheuer. Ich habe dann später den damaligen Gendarmerie-Chef von Tirol, den Sams, gut kennengelernt. Und dann haben wir mal über dieses Thema gesprochen. Und dann sagt er, ja, das war ganz schrecklich. Ich als Gendarm sollte ja die Gesetze, die Einhaltung der Gesetze durchziehen. Ich musste das machen. Und dann dieser Landeshauptmann, der hat ihm immer einen Dämpfer geben, wenn er irgendwas gegen, es war ja doch vieles bekannt, wo die Busterer Buben herum sind, zum Beispiel auch da bei uns und so. Der Landeshauptmann hat es immer abgewürgt. Naja, und nach dem Schreiben kamen halt die Sprengstoffgeschichten und unser günstiges Auto. Und da sind wir das erste Mal, bin ja ich gefahren mit dem Kurt. Meine Frau hat gesagt, ihr zwei werdet das nicht lang machen. Weil zwei Männer mit so einem Auto, die immer da über die Grenze fahren, ist auffällig. Das muss ein Urlauberbadl sein. Und so war es ja auch gut so. Allerdings habe ich bei dieser ersten Tour schon meinen Sprengkurs gekriegt. Und zwar in Fahren. Das Haus kann ich nicht mehr ganz genau bezeichnen, aber dort waren eine Gruppe von ungefähr 6, 7 Burschen. Und da hat uns der Kurt Welser eben einen Sprengkurs abgehalten. Keine Probesprengung natürlich, aber wie es zu machen ist. Und das war damals, und dann ist halt meine Frau jedes Wochenende und öfter eingefahren. Und ich habe herausgezittert. Schon ein bisschen. Und dann kam die Feuernacht. Ja gut, dann muss man vielleicht sagen, dass wir ja viele Zeitzünder gemacht haben. Sorry, Antibor. Das hast du vergessen, wir waren beim Knie oben, war da eine Truppe von ungefähr 4 Leuten, glaube ich, schätze ich. Und da hat jeder seine Aufgabe gehabt. Und da haben wir diese Zeitzünder, von denen man immer wieder gesagt hat, sie waren schuld an irgendeinem Unglück, die waren wirklich bei richtiger Handhabung ganz sicher, hätten sein können, dass sie nicht explodieren, weil die Batterie, weil irgendwie ein Kontakt fehl ist. Aber das, was eine Fehlzündung ist, war eigentlich unmöglich. Und das war sehr nett. Da oben haben wir da so in Heimarbeit haben wir da gemacht. Die Uhren dazu haben wir mit großen Kontakten nach München in München gekauft und haben auf einen Schlag, glaube ich, 10 Uhren mal gekauft. Flaschenuhren, die gleichen. Und das war zuerst gar nicht leicht, weil die haben sie gar nicht im Laden gehabt. Und dann haben sie gefragt, wieso wir so viele Uhren brauchen. Dann haben sie gesagt, ja, für die Firmung ist das bei uns so üblich, dass alle Firmenpaten geben ihren Firmlingen eine Uhr. Aha, so. Und dann haben wir eben die Uhren gebracht, aus denen dann Zeitzünder geworden sind. Irgendwas Heiliges war es ja auch schließlich. Ja, und in der Feuernacht haben wir gemeinsam handiert, wir zwei. Und danach auch noch. Weil es war ja danach auch noch was zu tun. Und der Sender
da müsste man vielleicht schon ein buntes Detail sagen, wie wir zu dem Sender gekommen sind. Das ist zwar auch schon überall, glaube ich, festgehalten, aber ich erzähle es einfach gern. Der Sender war ja unser Wunsch. Und dann hat es geheißen, ja, die Gruppe um Burger hat jetzt einen Sender. Und der Jörg Klotz hat das gewusst. Und der Jörg Klotz hat es uns gesagt. Und wir haben dann mit dem Jörg Klotz in Kremmerton in einem Gastlokal, wo es den Tisch noch heute gibt, den gleichen, das besprochen, wie wir da tun. Er wird wissen, wann der Sender arbeitet. Weil wir zwei haben uns angeschaut, wie der Jörg Klotz uns sagt vor dem Sender, haben uns angeschaut und haben gewusst, den müssen wir haben, den Sender. Da muss was geschehen. Und dann haben wir halt überlegt, wie kommen wir zu dem Sender. Von der freiheitlichen Truppe hätte man nie so gekriegt. Daher haben wir eben müssen Beschlag nehmen. Und nachdem es auch mitarbeitende oder wohlgesinnte Kleiderverleiher, Kostümverleiher gegeben hat, haben wir uns dort schon einmal Uniformen ausgeliehen, was kein Problem war, haben uns hier kostümiert, aber vorher habe ich noch ein Wiener Auto gebraucht. Und da haben wir bei Herz konnte ich einen schwarzen Mercedes mit Wiener Nummer leihen. Und das haben wir, den haben wir geliehen. Und dann war in dieser Nacht, wo dieser Sender das erste Mal gearbeitet hat und zu dessen Zeitpunkt uns der Jörg Klotz gesagt hat, wann und wo der Sender arbeitet, nämlich in Oberbergfuss, haben wir gesagt, gut, jetzt müssen wir dort hinfahren, aber es ist Mercedes und Schnee ist nicht sehr gut. Dann haben wir zuerst noch Schneeketten anziehen lassen und sind dann ausgerückt und sind langsam Richtung Oberbergfuss gefahren. Und siehe da, vor uns fährt ein VW hinauf, der keine Schneeketten hatte, aber als VW im Winter ja gut gegangen ist. Und hinten auf der Stoßstange sind zwei Leute gesessen, von denen ich einen erkannt habe und gewusst habe, der darf uns natürlich nicht sehen, dann, wenn wir zu Werke gehen. Und dann sind wir einfach dem Auto nachgefahren, das Auto ist vor einem Bauernhof stehen geblieben, wir sind dahinter stehen geblieben und die Leute sind hineingegangen, haben nicht beachtet, dass hinter ihnen ein schwarzer Mercedes ist, sind hineingegangen, freudig, dass sie den Sender gut gehört haben. Und danach sind wir hineingegangen und das heißt, ich natürlich eben nicht, aber die anderen, die nicht bekannt waren, später sind wir drauf gekommen, dass er einen Tag gekannt hat und haben den Sender beschlagnahmt, haben sich die Papiere geben lassen, haben die Papiere aufgeschrieben und wie wir dann daheim waren, hat meine Frau gesagt, aber euch hat man bei den Pistolentaschen vorne eingesehen und hinten aussehen. Das heißt, wenn man genau geschaut hätte, hätte man gesehen, dass die Herren unbewaffnet sind, dass sie nur eine Hülle herumtragen. Ja, und das Ganze ist dann halt eigentlich gut gegangen. Wir haben dann später dem Burger den Sender abgekauft, sodass das auch in Ordnung war. Und der Sender ist dann einmal bei uns gesucht worden, wo wir tatsächlich von hier gesendet haben, von da außen. Und dann war die Sendung war vorbei, die Außenposten, wir haben einen Weg von unten und einen Zugangsweg von oben, also hat es zwei Posteln gebraucht, die sind wieder heimgegangen, Sendung war vorbei, der Siegfried Steger ist da gewesen noch bei uns und dann haben wir besprochen, wann wir das nächste Mal senden und sind langsam ins Stiegenhaus hinaus und dort haben wir dann den Sendetermin gehabt und dann höre ich im Stiegenhaus Holzstiege krachen. Ächzen der Stiege. Und ich schaue hinunter und sehe da an der Wand entlang vier Mann ganz vorsichtig heraufgehen. Dann habe ich den Siegfried Steger mit einem Fuß im Tritt bei der Tür da hinausgekommen, wo sie hereingekommen sind, hinausgejagt und habe die Herren empfangen. Und die Herren wollten dann herein, da habe ich gefragt, ob die sie wirklich dürfen, ob ich sie hereinlassen muss. Dann haben sie gesagt, ja, also sie haben es rausgewiesen, ja, sie dürfen herein. Und dann, was tun sie da? Ja, sie suchen einen Sender. Ich habe gesagt, so,
Der Sender ist gerade vom Siegfried Steger hinausgetragen worden. Also 5 Meter von ihnen entfernt war er, der Sender, aber er war. Und dann haben sie halt alles durchsucht. Und ich habe, meine Frau hat am Schreibtisch, der ist früher da gestanden, ist das Bierchen gelegen, in dem sie den Text hineingeschrieben hat, den unser Südtiroler Kindermädchen der Presse, der Abpresse und den Zeitungen mitgeteilt hat, telefonisch. Das war ja damals noch möglich, heute wäre das schwierig, weil man gleich wüsste, wer anruft. Aber damals war das möglich. Und dieser Zettel war in dem Buch drinnen. Und die Herrinde wirft das Buch schnell auf ein Fenster aus, wie die da die Mitteldurchsuchung anfangen. Und dann war ganz entsetzt. Aber es hat keine 5 Minuten gedauert. Dann ist das Buch wieder heraufgekommen. Man hat das Haus umstellt gehabt, nämlich sicherheitshalber, und ist einem vor die Füße das Buch gesegelt. Und ich habe das, die Herrinde ist etwas blass geworden, ich habe denen das Buch gegeben und schauen sie nur, blättert die drinnen noch vor, weil ich habe ja vorher, vorsichtig waren wir ja in dem Geschäft allmählich, die Seiten und die nachfolgenden wegen dem Durchdrucken ausgerissen, zerkleinert, ins Klo gesteckt, abgezogen, weg waren sie. Nicht verbrannt, weil da kann man ja immer noch etwas feststellen, aber im Klo, so ein Taucher, den gibt es ja in Hötting nicht mehr. So. Und dann haben sie da halt gesucht und gesucht und haben aber nichts gefunden. Dann habe ich gesagt, wie könnt denn ihr das so genau anpeilen? Das gibt es ja nicht. Dann sagt er, ja, so genau können wir es nicht. Aber in der Gegend sind ja nur sie als solche in Frage gekommen. Gut, das war auch eine Sender-Episode. Und dann haben wir gesendet, bis eben mehr von oberiger Stelle vom Landeshauptmann die den Vorschlag gekriegt haben, jetzt möchtest du es lassen, jetzt ist genug. Dann hat der Sender aufgehört und dann haben wir gewartet auf die gut angeschobenen, von uns angeschobenen Verhandlungen, die eben dann auch nicht nur der Maniago oder Thunwalder uns praktisch ein Attest geben haben, dass wir schon von Nutzen waren, entgegen aller Klugscheißerei von Steinig und so ähnlichen Scheißern. So. Danke. Ohne Ende.